So, ich darf heute bei der Interviewwand beim letzten Heimspiel dieses Jahres, dieser Saison, die Fiona Buzulic und die Lisa Felsberger begrüßen. Hat einen besonderen Grund. Das Ergebnis ist heute ziemlich egal. Wir haben gewonnen. Aber ihr werdet nicht mehr nächstes Jahr in Stockerau spielen. Die Fiona wird aufgrund des Studiums ihre Karriere beenden. Wo geht's hin? Ich gehe nach Salzburg und studiere dort Betriebswirtschaft. Wirst du irgendwas noch mit Handball zu tun haben? Ich vermute mal nicht. Ich werde meine Karriere beenden. Keine Karriere in Salzburg? Nein, definitiv nicht. Was hast du mitgenommen aus diesen Jahren, die du hier in Stockerau gespielt hast? Ich muss sagen, vorab mal sehr gute Freunde. Also ich finde, ich habe in der Mannschaft sehr viele Freunde und da weiß ich auch, die habe ich hoffentlich mein Leben lang und auch einfach diese Teamfähigkeit, die nimmt man auch sehr stark mit und dass das hier auch sehr eine Gemeinschaft ist und das weiß man auch sehr zu schätzen. Wir hatten sehr viel Freude mit dir, die Zuschauer. Speziell im letzten Jahr hast du gezeigt, was du kannst und ich wünsche dir alles Gute und dass du das Studium gut beendest in Salzburg. Dankeschön. Danke. So, jetzt kommt die Lisa, vielleicht die Plätze tauschen. Lisa, du hast ein ganzes Jahr hier in Stockerau gespielt. Leider warst du voriges Jahr in der falschen Mannschaft noch. Ja, dieser Cup-Sieg, den ihr gemacht habt und nicht wir. Nein, es war ein gutes Jahr, was die Mannschaft angeht. Ich habe mich sofort wohlgefühlt in der Mannschaft. Glück habe ich leider nicht zubracht. Wir hätten uns mehr erhofft. Ich habe handballerisch auch nicht das beitragen können, was ich wollte. Aber trotzdem war es ein gutes Jahr. Und es wird hoffentlich auch gut weitergehen. Wo geht's hin nach Deutschland? In welche Liga und zu welchem Verein? Es geht nach Zwickau in die zweite deutsche Liga. Wirst du auch mal wieder nach Stockerau kommen? Wird man dich hier sehen? Na sicher, aber nur wenn die Fiona auch kommt. Ja, die Fiona kommt sicher. Auch ich wünsche dir viel Glück. Ich habe euch was mitgebracht, ja. Der Fiona habe ich einen Zeitungsausschnitt mitgebracht vom vorigen Jahr, vom Cup-Sieg. Da ist die Lisa auch drauf, ja, muss ich dazu sagen. Bei der Lisa habe ich auch was mitgebracht. Minus eins verfolgt mich. Da habe ich auch einen Zeitungsausschnitt mitgebracht von einem Spiel in Stockerau gegen ihren Ex-Verein, also in Erinnerung hier in Stockerau. Ich danke euch nochmals. Dankeschön. So, liebe Damen, das sind die nächsten zwei, die ihre Karriere beenden. Lisa Rutzer, Christina Gala. Lisa. Die Fangruppe Nord ist kurz vorbeigekommen. Sie irritieren ein wenig. Lisa, so jetzt kommen wir zum Interview. Lisa, du bist von Hollerbrunn nach Stockerau gekommen. Wie hat es dir hier gefallen? Du eh ganz gut. Du bist super Kreisspielerin geworden hier in Stockerau. Das warst du in Hollerbrunn noch nicht, will ich dir sagen. Du bist das in Stockerau geworden. Eine Weltklasse Handballspielerin bist du geworden. Du warst im Herzen der Stockerauer Zuschauer. Du warst immer sehr emotionell. Als emotionelle Spielerin wirst du uns auch sehr stark in Erinnerung bleiben. Warum bist du so emotionell? Ich finde das Wort emotionell sensationell. Findest du nicht, dass du emotionell bist? Ja, manchmal mehr, manchmal weniger wahrscheinlich. Rote Karte heute zum Beispiel. Darauf wurde gewettet, aber ich habe sie nicht gekriegt. Das waren zwei andere. Ja, du hast keine bekommen. Nein, okay, das war die gut. Die Sophie. Gut. Einmal durchkommen, ja? Ja, einmal durchkommen. Aber du bist immer eine gute Kandidatin für eine rote Karte gewesen. Ja? Danke, dass du das nochmals erwähnst. Nein, aber kommen wir zur Sache. Du hast tolle Saisonen hier in Stockerau gespielt. Die Zuschauer haben dich ins Herz geschlossen. Du warst auch ein Herzstück der Mannschaft, muss man dir sagen. Du hast eine tolle Ausstrahlung und ich hoffe, wir sehen dich hier wieder. Schöne Sache, die Lisa. Und ich hoffe, wir sehen dich hier wieder. Wirst du jetzt als Schlagersängerin deine Karriere fortsetzen? Sicherlich nicht. Okay. Als fortsetzen? Ich wusste gar nichts von einer Schlagerkarriere. Musiking.
Musical-Sängerin? Nein, ich chill jetzt mal ein bisschen. Okay. Magst du Urlaub? Das sicherlich. Okay, dann wünsche ich dir viel Vergnügen und wir freuen uns wieder, wenn wir dich hier sehen. Danke sehr. Ich habe ein Geschenk auch für dich. Wirklich? Ein Zeitungsausschnitt vom Vorjahr. Wow. Und einen Zeitungsausschnitt aus dem Jahr 2013 mit der Lisa Rutzer drauf. Wie ist das? Ja. Als Erinnerung. Ja. Gut, ich danke dir. Danke. Vielleicht schön. Könnt ihr kurz den Platz tauschen. Wir geht das? So, Christina, schwierigste Interview für mich, meines Lebens. Ja. 20 Jahre Vereinshandball, 23 Jahre hier gespielt in Stockerau, mit der Ballspielgruppe begonnen. Du hast tolle Erfolge gefeiert, Cupsieg. Ja. Und auch viele andere tolle Erfolge. Was war für dich, was waren für dich die schönsten Momente hier beim Verein? Der allerschönste Moment war sicherlich letztes Jahr der Cupsieg. Emotionen pur, totale Glücksgefühle, einfach leibend. Aber über die ganzen letzten Jahre habe ich auch total viele liebe Leute kennengelernt, viele Freunde gefunden, viel fürs Leben gelernt. Sich auch, wenn es schwierig ist, wieder zurückzukämpfen. Und das macht Handball aus, das gefällt mir an Handball. Die taktische Herausforderung ist jedes Mal für mich immer der Anreiz gewesen, mich wieder neu zu motivieren. Und das war mein Riesenhobby. Und da schaue ich auch gern glücklich darauf zurück. Frau oder Maus, oder? Frau oder Maus, ja. Frau. Was könnt ihr euren Mitspielerinnen oder eurer Mannschaft mitgeben? Was könnt ihr ihnen mitgeben? Wir sind scharf und ja, alle sollen auf jeden Fall gesund bleiben. Das ist das Wichtigste, was ich jetzt auch selber kennengelernt habe. Das wünsche ich allen. Viel Spaß, viel Motivation und dadurch viel Erfolg. Ich wünsche euch heute noch eine schöne Feier und genießt das ganz einfach. Danke für euch. Danke. Für dich habe ich natürlich auch ein Geschenk. Ja? Sehr schön. Auch ein Zeitungsausschnitt. Warte mal, ich übernehme. Danke. Drinnen ist auch ein Zeitungsausschnitt. Da sind ein paar da. Und ein Turnsackerl noch für dich. Dankeschön. Ja, super. Ja. Danke fürs Interview. Vielen Dank.